Und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Runde H3 Definitive Edition. Wir spielen mit Briten und Indern. Wir haben heute schon ein paar Spiele gemacht, die liefen nicht so geil. Wir spielen diesmal gegen Russen und Deutsche. Auf der Elfenbeinküste. Ja, Russen und Deutsche ist halt ein bisschen tricky. Der Deutsche wird halt unfassbar viel Kaff haben. Russen haben unfassbar viel Militär sehr früh im Spiel. Es hilft nichts. Wir müssen hier selber halt auch irgendwie rushig spielen. Ich habe halt immer höllischen Respekt vor Deutschen, weil ich das Gefühl habe, dass die mit ihrer Kaff irgendwann ultimativ mehr Damage machen als ich. Aber es hilft nichts. Ja, also es ist halt, man muss halt wirklich irgendwie ordentlich auf der Hut sein. Lol. Keine Ahnung. Ich helfe dir mal gerade bei dem Schatz, das ist nämlich eigentlich meiner. Du hast unten noch einen. Okay. Das ist alles gut, aber... Ja, du nimmst ihn jetzt nicht, oder was? Nein, nein. Können wir unten den hier uns noch holen? Ich habe halt gerade meine Betäubungsdinger auf Cooldown, aber grundsätzlich natürlich gerne, klar. Ja, ich kann halt den oberen rausschießen und dann holen wir uns den unteren noch eben. Der scheint uns zu kennen, wie es aussieht, der Hüpfte. Ist doch lieb. Da freut man sich doch. Beste Grüße nach Österreich. Ich möchte gerne meine Großmutter grüßen. Wer nicht? Eben, eben. So, danke Grüßt sehr. Grüßt eure Großmutter, solange ihr noch könnt. Corona ist ja noch Hast du den jetzt auch noch gehoben? Nein. Ich habe doch nur den einen gehoben. Den unteren hast du doch gerade gehoben. Ich habe nur den oberen gehoben. Den hatte ich eben noch nicht gehoben, versehentlich. Ach so, okay. Weil ich gerade gedacht habe, so der Dero hat einen Schatz gehoben, der ihm einen Erfahrungszufluss gewährt. Dachte ich so, hä? Okay. Nein, nein, deinen hast du noch. Alles gut. So, mein Rush-Deck ist gepickt. Mein whatever. Ja, also ich meine, hier die Karte lädt halt auch so ein bisschen dazu ein, dass man sich irgendwie halt ein bisschen verbunkert. Also ich meine, man hat halt diese riesigen Elefantenherden hinter der Basis, die einem halt ordentlich was geben. Und du hast auch Côte d'Ivoire. Halt oben, wenn du dich nach oben hin ausbreitest, extrem viel Gold. Da sind halt irgendwie mehrere Goldminen. Ja, stimmt. Das heißt, ich würde fast vorschlagen, dass wir versuchen, das Ganze halt sehr defensiv angehen zu lassen, das rote Fort ein bisschen für uns arbeiten zu lassen und ja. Ja, so würde ich es auch machen. Dann schauen wir mal, wie es von da aus weitergeht. Oh mein Gott, mein Kundschafter geht mir gerade fast drauf, aber ist okay, ich krieg den noch weg. Irgendwie. Was haben wir denn an Decks? Also der Deutsche hat ein reines Rush-Deck dabei, für mich persönlich Boah. Sieht es aber auch eher nach einem Fast-Fortress-Deck aus und der Boah. Russe, ja, ebenfalls, also. Naja, ich würde schon sagen, das wird ein reiner H2-Rush bei dem Deutschen, der hat halt 3 Einheiten-Shipments dabei, 4 Ressourcenkisten und die Siedlerwagen, also... Ja, also ich glaube einfach, also die Kombination legt den H2-Push nahe, weil also warum zum Geier sollte er mit einem russischen Verbündeten versuchen, ein Fast Fortress zu spielen? Also ein Semi-FF geschenkt, aber ein reines hartes Fast Fortress wird das nicht werden, weil also wie auch. Exakt. So, ich bin jetzt am Agen. Guck mal, dass ich die eine Elefantenherde zu mir zurückhörde. Ja, ich versuche das auch schon auf meiner Seite, zumindest noch eine von den Elefantenherden irgendwie zu kriegen. Ja, und da gucken wir einfach mal, was so ein rotes Vorhalt halten kann, ne? Jo. Ich werde halt auf jeden Fall auf Kaff gehen müssen, weil wir ansonsten gegen die Strelitzen uns nicht wehren können. Ja. Beziehungsweise eigentlich gehe ich gar nicht mal gegen die Strelitzen. Ich glaube, das Hauptproblem werden eher die Ulanen sein, aber... Hm. Es kommt sich aber im Prinzip irgendwie auch selber raus, also. Ja, das denke ich halt auch. Okay. Ja, es wird halt schon ein brutales Spiel auf jeden Fall. Okay, dein rotes Fort steht jetzt halt ein bisschen nördlich, aber ich denke, das ist okay. Die Herden hinter unserer Basis versuche ich mal ein bisschen. Nein, mehr. das untere ist der Marktplatz. Das rote Fort ist das direkt vor meiner Basis. Ja, ja, ich sehe es, okay. So, mein Stall kommt. Hm.
dass diese Herden immer wieder weglaufen, ey. So frech, die Dinger. Das ist halt super angenehm mit den afrikanischen Völkern. Da stellst du halt einfach irgendwie... Ja, keine Ahnung, irgendwie halt so ein Ding da dran halt. Und dann ist gut. Ja, true. Okay, erste Kaffee ist im Bau. Klingt doch gut. Wir haben halt nichts gespottet halt auf unserer Karte, ne? Ja, wieder noch, also. Schon recht, aber. Soll ich gucken, ob ich mit meiner ersten Kaff raiden gehen kann? Du wirst halt im Zweifelsfalle sowohl Ulanen als auch Dinge in die Hände laufen. Ach ja, stimmt. Nein, ja, nevermind. Also. Wir spielen ja gegen Deutsche. Ich habe das schon wieder so ein bisschen vergessen gehabt. Naja, also wie gesagt, es kann sich halt lohnen, wenn du halt was findest. Aber wenn es doof läuft, dann findest du halt sowohl die Kosaken als auch die Ulanen irgendwo und dann ist halt Feierabend. Ja, deswegen. Ich glaube, ich lasse das einfach. Da kommen sie schon, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Ja, ja, ich habe auch alles da. Alles gut. Okay. Schmeiß dich rein, kannst du. Also renn nicht zu weit von mir weg. Wenn du zu weit von mir wegrennst, kannst du das Engagement nicht mehr nehmen, aber. True Dead. Okay, hier vorne steht das Blockhaus, das habe ich gerade mal gespottet. Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, eigentlich müsste ich jetzt halt auch anfangen, Gurkhas zu bauen, sonst reicht das wahrscheinlich trotzdem nicht. Okay, hier oben kommen gerade die Ulane in meine Basis und die ersten Crossbows. Ja, okay, ja gut, wenn er auf Crossbows geht, dann brauche ich auf jeden Fall Gurkhas. Kannst du hier hochkommen, bitte? Schnellstens. Ja, von mir aus. Wäre halt super. Da. Gut, hier oben sind auch die ersten Crossbows und Ulan. Ja, ich habe jetzt halt wieder die Ulan wieder hier unten. Also ich werde jetzt auch wieder zurückgehen. Ah, okay. Der schmeißt sich doch da rein. Oder? Das ist halt zu viel Kraft, glaube ich, oder? Also ich probiere es. Ich probiere es. Nein, das müsste gehen. Easy. Also uns fehlen halt auch noch Ulanen. Also da unten waren eben noch 5 Ulanen, die jetzt hier gerade bei dem Fight noch nicht dabei sind. Das heißt also, die werden noch kommen. Insofern verausgab dich da nicht, wenn es nicht sein muss, ja? Tja. Tja. Ist guter Rat teuer jetzt. Ja, ich meine, guck halt notfalls, dass du vielleicht ein bisschen boomst nebenher noch. Ja, versuche ich schon. Vorsicht, wir haben hinten die Ulanen. Schieb ja deine Kraft nach hinten. Ja, bin am Laufen. Ja gut, die finden natürlich als erstes mal meine Siedler und da gehen auch mindestens 3 drauf. Ja, es waren 4 Siedler. Boah, fuck. 5. Okay, meine hat Kraft läuft nicht. Ja, das war der Großteil meiner Nahrungssammler. Das ist halt das Problem. Also im Zweifelsfalle musst du dich irgendwann bewegen und anfangen zu raiden, weil sonst werden wir das halt einfach über die Raid-Verluste verlieren. Ich kann mich halt nur hinten hinstellen, unsere Siedler babysitten oder halt vorne und versuchen, dich zu verteidigen. Also. Das ist halt irgendwie alles Morgs. Ja, komm, beweg dich. Schieb. Nee, ich kill gerade hier unten seine restlichen Ulan. Die wirst du nicht kriegen. Hab ich schon. Okay, jetzt ist er gerade erstmal super komisch gelaufen, deswegen. Ja, okay, er ist vor allem stehen geblieben mit denen, also. Ja, der Siedlerverlust, der war jetzt leider ziemlich lästig. Vorsicht, du hast oben Ulan. Ja, hab ich gesehen. Da hatte ich glücklicherweise noch ein paar Musketiere.
Ja, ich würde vorschlagen, dass du jetzt halt alles, was du hast, halt mal zusammenkratzt und mal guckst, ob du ordentlich einen Raid fahren kannst. Wenn die dann halt auf deine Basis pushen, dann versuche ich das halt stabil zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie versuchen werden, auch mich zu pushen. Okay, der will jetzt meinen Arsch hier oben. Ja, das musst du aber alleine halten müssen, weil der Russe kommt zu mir leider. Ja, ist okay. Rennt ja auch wieder runter mit seinen ganzen. Du hast bei mir noch zwei Husaren stehen. Die können mal straight nach Süden laufen. Dann werden die nämlich. Nein, Süden, die andere Richtung. Dann werden die nämlich gleich den Kosaken in die Hände laufen und dann kannst du versuchen, ein bisschen zu catchen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Rechts, die sind weiter rechts. Die laufen gerade wieder Richtung Osten, also wieder aus unserer Basis raus, wie es aussieht. Sicher, dass die nicht hinter unserer Basis sind? Ja, ganz sicher. Ich habe die da gerade aufblitzen sehen. Also eben nicht hinter unserer Basis, meine ich. Okay, nein, sie sind hinter unserer Basis. Ist doch umgedreht. Ich baue jetzt gerade auch die ersten Sovare. Ja, das ist... Okay, fuck. Und der hat seine Zeit anderweitig genutzt und ist ins nächste gegangen. Naja, wie gesagt, eigentlich müssten wir jetzt auch mal gucken. Also ich meine, die haben wir. Ich meine, wir können jetzt mal gucken, ob wir da ganz vorsichtig rauspushen können, weißt du? Also ich habe halt 24 Husaren, schick mir jetzt gerade... Okay, die kommen hier oben. Mit seiner ganzen Ulana-Mäßer hier oben. Ich gucke, dass ich die abfange. Ja. Ich meine, wenn du das hinkriegst, bevor die verbessert sind, dann... Nein. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich gucken... Soll ich gucken, dass ich auch ins nächste komme? Oder soll ich gucken, dass ich weiter Einheiten rausbringe? Ich habe keine Ahnung. Also ich versuche die hier oben zu catchen. So. Du musst mir jetzt was sagen, weil also... Nein, versuch ins nächste zu kommen, das hilft ja nichts. Ich bin jetzt gerade... Ich habe auch meine 700 Gold jetzt da. Ich gehe jetzt auch ins nächste. Du hast bei mir immer noch diese zwei Husaren stehen, was ich natürlich also süß finde, aber die könntest du anderweitig nutzen. Okay, bin am Agen. Ja, da bin ich leider noch ein bisschen weit von entfernt, aber also ich meine, Fakt ist jedenfalls, so viel wirtschaftlichen Schaden haben wir nicht gefressen, mal abgesehen irgendwie von diesen paar Siedlern da von mir und im Zweifelsfalle sollte unser Boom hier eigentlich besser sein, hoffe ich. Also. Jetzt sind beide im dritten, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall erstmal defensiv halten. Ich bin gerade dabei, mich hier oben hin abzuwallen. Ja. Habe ich jetzt auch erfolgreich. Ja, ich habe halt leider meinen Age noch nicht meinen Auftrag gegeben. Schweige denn, dass es durch wäre. Aber jetzt läuft's. Okay, sehr gut. Ich baue weiter ein paar Goons im Moment. Mhm. Ja, das ist gut. Ja, punktetechnisch sieht es halt bei mir gerade ganz gut aus. Der Britenboom macht halt zumindest so ein bisschen was. Ja, deine Welle da oben sind auf jeden Fall auch eine gute Idee, glaube ich. Ich fange hier unten auch mal an, einen hochzuziehen. Ja, der Britenboom ist auf jeden Fall viel wert, überhaupt keine Frage. Okay, ich kriege hier unten jetzt den Push für den ganzen Ulan. Aber da stehe ich Gewehr bei Fuß, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben erstmal eine Begrüßungssalve gekriegt. Ich spare mir, glaube ich, mal mein Shipment auf und gucke lieber, dass ich jetzt gleich im nächsten die Belagerungselefanten direkt rausbringe. Entweder wir brauchen sie, um irgendwas wegzusiegen, oder wir brauchen sie, weil die selber mit Kanonen kommen. Okay. Soll ich jetzt anfangen, noch dazu Goons zu bauen, oder soll ich... Okay, ich gucke wahrscheinlich, dass ich erstmal also meine Häuser zu Ende rauskriege. Wenn du lieber was baust, dann bau lieber eine Geschützgießerei, glaube ich. Ja, guter Punkt, mache ich. Also, weil Goons produziere ich jetzt halt schon und ich habe mir jetzt halt auch schon das erste Upgrade für die Goons schicken lassen. Also, ich weiß nicht, ob es reichen wird oder ob du irgendwie ab einem gewissen Punkt dann auch noch mehr Goons bauen musst. Das wird halt ein bisschen davon abhängen, was die halt noch so rausbringen, aber... Klar. Hab jetzt auch Veteranen, Husaren. Okay, wir haben in der Mitte den Push. Okay, ja. Gut. Die canceln, ja, das Problem ist, naja, gar nicht gut, weil die canceln mir meine Racks, das heißt, ich kann meine Veteranenverbesserung nicht machen. Shit, okay. Brauchst du Holz, um es wieder in der Basis aufzubauen?
es ist hauptsächlich Zeit das Problem. Oh shit, okay. Die wollen auch meinen Arsch. Ja, ja, ich komme dir jetzt von hinten halt sozusagen wieder entgegen, aber... Ich lasse mir auch gerade... Okay, da hinten sind auch die Kanonen. Meine Belagungselefanten sind im Schicken, sind zu zwei Dritteln da. Okay, ich kriege jetzt auch meine Kanonen. Ja, schmeiß dich da nicht rein, wenn du kannst. Ich versuch's nicht. Okay, mein Veteranen-Upgrade kommt jetzt auch mal. Okay, und meine Belagungselefanten sind da. Okay, gut, dann Attacke. Okay, das sind echt viele Musketiere leider. Du hast immer noch Husaren bei mir stehen. Erste von seinen Kanonen habe ich. Ja, das Problem ist, ich verliere da oben meine gesamte Kraft gegen seine ganzen Einheiten. Ja. Ja, ich habe meine gesamte Kraft verloren. Da waren halt auch ein paar Kriegswagen und... Ja, aber das können sie trotzdem nicht machen, dazu habe ich hier noch zu viel stehen. Also du hast da zwar dein Zeug verloren, das ist richtig und doof, aber... Ich baue jetzt halt gerade auch Falconette, guck, dass ich weiter nach vorne komme hier. Guck auch, dass ich weiter Kaff baue. Aber optimal lief das auf jeden Fall nicht. Ne, das kann man nicht behaupten. Weil viel zu ja, viel. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn man halt nur Nahkampfkraft baut, dann wird man halt, also es ist mindestens halt unfassbar mal teuer schwer. Bezahlen dafür. Ja, es oder ist halt, halt unfassbar schwer, die Engages gut zu nehmen. Das ist halt das Problem. Ja. Genau. Also ich hatte halt irgendwie so 20 Musketiere oder so in meinen Einheiten drin. Ich meine, wir haben seine... Kanonen da, ne? Hm? Ich habe drei Falconette da, ja. Ich fahre damit jetzt gerade nach vorne. Baut euch doch mal auf und kommt nach vorne gelaufen, Kinder. Ah, gut. Meine Einheiten denken sich da auch gerade, Selbstmord immer eine gute Option. Okay, meine Falconette sind okay. Da. Ja, dann. Open Fire. Lassare oder alternativ auch Gliedmaßen. Relizen wählen, ja. Okay, ich lass mir meinen Kaff-Upgrade schicken. Oh fuck, das sind viele Ulanen da oben. Ja, ich habe aber auch noch Guns hier, alles gut. Kannst du mit dem Belagerungselefanten schon auf die Welle draufhalten, oder? Die Welle? Auf die Welle, auf die Gebäude. Okay, von oben kommen da gerade die Kriegswagen. Und die ganzen Ulanen, die wollen da meinen Arsch haben. Ja, ich versuche schon was dagegen zu unternehmen. Meine Belagerungselefanten haben es zum Glück überlebt. Ja, das gewinnen wir da auch. Da oben sind jetzt schwarze Reiter. Ja, wir gewinnen das zwar für den Moment, aber... Ja. Aber ich verliere halt irgendwie gerade auch, also ich habe halt schon wieder ultra viel gerade verloren an Antikaff. An Kaff, nicht an Antikaff. Ja, aber ich habe gerade auch schon wieder zwei von schwarzen Reitern rausgekriegt. Ja, weiter drauf da, weil die killen mir da sonst die Falconette. Arbeite dran. Danke.
Ja, die werden jetzt wahrscheinlich mein drittes Falconet mitnehmen. Ja, aber meine beiden Belagerungselefanten leben noch. So, jetzt Deutsch. Und die kümmern sich da jetzt nach und nach halt um die Gebäude. Deutsche sind vielleicht auch eine lästige Nation, oder? Schon, ne? Ich habe jetzt nochmal ein Falconet auf jeden Fall im Bau. Da oben sind schon wieder seine ganzen Einheiten. Oh wow, gerade 9 Dingens in deinen Einheiten gepoppt. Okay, ich guck mal, dass ich seine Skirms hier mal engage. Er hat gerade nicht mehr genug Anti-Cuff. Das sieht ganz gut aus. Vor allem sind das halt auch Jäger. Okay, Skirms sind down. Du kannst dich wieder um die Kriegswagen kümmern. Bin dabei. Ein Traum. Okay. Pass auf, dass du dich da gegen die... Du läufst da gerade nur und schießt nicht. Ja, ich wollte da... Also, ich habe versehentlich einen Befehl zum Siegen von dem Dingens gegeben, von dem Blockhaus. Weil ich wollte, dass die Belagerungselefanten das tun, aber... Pass auf, ich bin hier gerade ein bisschen Richtung Süden am Laufen. Richtung Kaserne da. Ja, sehe ich. Hinten in der Basis immer noch 2 weiter stehen. Denn ach, da unten. Ja, lol. Sind am Laufen. Sag mal, sonst geht's euch zu gut, oder? Wo wollt ihr denn hin? Okay, ich habe jetzt auch angefangen, Mühlen zu bauen. Das heißt, meine Nahrungsversorgung ist für den Moment soweit okay. Okay, das ist doch schon mal was. Die können sich halt gegen unsere Falconette nicht wehren. Das ist halt das. Also, ich habe halt gerade auch nochmal Falconette gebaut. Das ist gerade das, was uns halt irgendwie wirklich enorm hilft. Klar, ja. Da oben sind jetzt Sammler. Ich laufe da mal hoch mit ein bisschen Kaff und raide die. Ja, die Tatsache, dass ich es auch nie hingekriegt habe, meine Belagerungselefanten rauszunehmen, ist, glaube ich, auch wirklich gut für uns. Weil, also, die machen zwar nicht besonders viel Schaden gegen Infanterie, aber auf Dauer läppert sich's und vor allem haben die halt echt geholfen beim Gebäude wegsiegen. Ja, auf jeden Fall. Wenn sich jetzt nicht der eine da so dämlich. Oh Gott, der hat sich natürlich an die Front gestellt. Ich weiß nicht, was sein Problem war, aber. Und das andere Problem, was ich habe, ist, dass mir meine Sams leider in regelmäßigen Abständen in großen Mengen leider wegsterben. Ja, ich kill jetzt erstmal hier oben das Dorfzentrum von ihm. Ja. Ich habe hier oben 7 Siedler von ihm gekillt. Mhm. Ja. Pass auf, du rennst da gerade mit deinen Reitern in Kriegswagen rein. Oh shit. Danke für den Hinweis. Da hat er gerade Siedler rausgezogen. Ja, ich weiß nicht, was das wird. Nochmal 2 Falconette da. Ja, und ich habe gerade 3 von seinen Siedlerwägen da mitgenommen. Keine Ahnung, was die in der Front wollten, aber... Ist doch schön, beschwert man sich doch nicht. Ich schon, doch, weil, also... So leicht will ich es ja auch nicht gewinnen, das kann fairer Kampf sein, nicht wahr? Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen happy, dass wir das Spiel gewinnen. Wie gesagt, wir hatten ein paar Spiele heute schon. Es war in letzter Zeit ein bisschen schwierig, weil wir im Moment halt nur so 1-2 Mal die Woche, ich kenn's ja hier oben, das Blockhaus, zum Aufnehmen kommen. Und dann muss man in der Zeit halt irgendwie versuchen, spieltechnisch das abzuliefern, was man sonst auch abgeliefert hat. Und das hat heute bisher nur so mäßig gut funktioniert. Ich baller da unten mal die Plänkler in eine andere Dimension. Da von oben kommen aber auch wieder Kriegswagen. Du brauchst bitte nicht weiter zurücklaufen. Ja, ich hab nichts mehr und vor allem geht mir momentan das Gold aus, also... Du hast noch Skirms, das ist das, was ich da unten gegen die Kriegswagen brauche. Ja, aber das Problem ist, die sterben mir gerade in einer ziemlich alarmierenden Rate weg, das ist mein Problem. Verstehe ich, ich gucke jetzt auch nochmal, ob ich raiden gehen kann, ansonsten brauchst du Holz, um Münzproduktion? Ich hab 1600 Holz, alles gut. Okay, du musst dich ja auch nicht Holz vor mich stellen, es reicht ja, wenn du bei meinen Falconetten stehen bleibst. Ich habe halt volle Bevölkerung jetzt. 99 Siedler und volles Militär.
Okay, ich überrende jetzt einfach. Fuck it, ich überrende jetzt einfach. Ich glaube, wir haben das eh ziemlich im Sack. Da unten kommt gerade eine Geschützgießerei. Ich vermute mal, der will Goons. Nicht Goons. Kyberin möchte man sagen. Ja, exakt. Okay, perfekt. Lag? Ja, da sind sie auch gerade rausgekommen. Ich hab einen Lag, hörst du mich noch? Ja. Mein Spiel freest. Okay, bin wieder drin. What the fuck, alles läuft in 10-facher Geschwindigkeit. Ja, willkommen in meiner Welt. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Ja, da sind die Kulverinen noch rausgekommen, aber wir haben es trotzdem siegreich davongetragen, obwohl ich diesen Pop nicht mitbekommen habe. Das war extrem weird. Ich hatte sogar kurz halt Widescreen, also praktisch das Spiel, wenn das so ausgeblichen wird und dann der Windows-Ladebalken zu sehen ist. Ja, klar. Denke mal, ihr habt das auch gesehen. Das ist ungünstig, aber gewonnen haben wir es. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitspielen an. Jetzt habe ich es. MFD Human. Und Chief German. Richtig, ja, genau. Krasses Spiel auf jeden Fall. Wir haben einen ganz komischen Stellungskampf in dem Spiel gehabt und man sieht ultimativ, dass wir wirtschaftlich gut vorbeigezogen sind. Ich relativ früh im Spiel und du hast dann halt im dritten extremst gut nachgelegt, so wie man es irgendwie auch erwarten würde von einem Inder. Man sieht halt, dass die nie wirklich geschafft haben, uns zu raiden. Also das, was halt an Kaff von dem bei mir reingelaufen ist, hat halt nie viele Kills bekommen, außer am Anfang bei dir halt Siedler. 3 Siedler sind dir da gestorben. Das war schon ärgerlich. So. Ich habe gerade, ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade einen ganz, ganz merkwürdigen Grafikbug in meinem Auge. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich schaue mir gerade die beiden Kurven an und scheinbar bin ich ein bisschen müde. Also ich schaue mir gerade die Bevölkerung Militäreinheiten an. Und wenn ich den Kopf so ein bisschen nach rechts und links schüttle, dann bewegen sich die Graphen unterschiedlich weit weg voneinander. Das ist extrem merkwürdig. Also es wirkt sich so, als ob der blaue Graph sich unabhängig vom roten bewegt. Und ich kann dir garantieren, dass er das nicht tut. Lass uns versuchen, dieses spannende Spiel noch kurz sinnvoll, was die Statistik angeht, abzumoderieren. Nein, ich kenne das. Das war mein sinnvoller Beitrag zur Statistik. Bei mir ist gerade auch das Problem, dass durch dieses stressige Spiel meine Augen gerade richtig krass anfangen zu tränen. Also ich habe so richtig Dammbruch gerade im Auge. So. Mir laufen gerade so die Tränen so fast über die Wange, weil man irgendwie nicht zwinkert, wenn man so konzentriert spielt. Ich finde unsere Siege auch immer sehr ergreifend. Aber ja, Spaß beiseite. Also zurück zum Spiel. Wir haben hauptsächlich die besseren Deals gemacht und die bessere Wirtschaft gehabt. Also wir haben halt beide ein extrem gutes Kill-Death-Ratio. Ich bin mit mehr als 1:2 rausgegangen und du halt auch mit einem sehr, sehr guten, obwohl du halt Kaff gespielt hast, die normalerweise halt viel tankt. Wobei das waren halt auch halt am Ende viel die Falconette natürlich. Klar, natürlich. Aber gleichzeitig halt ordentlich mit den Siedlern halt vorgelegt. Also ich habe zwar zwischendurch halt diese 3 Siedler verloren oder 2, ne, es waren 3 leider. Die haben mir schon wehgetan, sonst wäre ich, glaube ich, auch schon früher jetzt ein bisschen abgehoben, hätte das dritte vielleicht auch ein bisschen früher rausgekriegt. Ich meine, so 3 Siedler merkt man halt schon mit allen Sammel-Upgrades. Das Ding ist halt, also ich meine, ich hätte ja Dorfbewohner technisch noch viel krasser boomen können, aber konnte ich auch nicht, weil ich habe halt wirklich viel Kaff versucht rauszubringen. Und das hat halt auch ganz gut funktioniert. Also mein erster Batch waren halt 5, dann 3, dann nochmal 4, dann zusammen mit dem Shipment, ein 5er-Batch und 6 Musketiere. Und ich habe es halt geschafft, mehr Kavallerie zu behalten als der Deutsche, weil der halt dann ins dritte gegangen ist. Und vor allem halt auch nicht rein auf Kavallerie gegangen ist, muss man der Fantasy selber sagen. Also er hat nur 8 Crossbows geschickt. Kaserne gebaut. Nee, er hatte, also das Shipment am Anfang, er hat sich als erstes die 8 Crossbows geschickt. Und das heißt, er hat die Kaserne erst später gebaut, meinst du? Ja, garantiert. Ich weiß nicht, ob er überhaupt, also sein erster Kaff-Batch. Ja, er hatte eine Kaserne. Wir haben ja zwischendurch auch einige Plänkler von dem abgerissen und ich habe ja sogar die Kaserne zerstört. Also. Ja, nein, am Ende hat er natürlich eine gehabt. Also ich glaube, er hat die im dritten gebaut. Er hat ja dann auch im dritten sehr viel Militär gebaut und natürlich auch durch die Shipments. Aber er hat eröffnet mit 8 Crossbows und 2 Ulan und hat dann aber auch noch ein 5er-Batch Ulan gebaut und dann halt nochmal ein Shipment. Deswegen ist er auf 26 Militäreinheiten bekommen. Das ist halt schon mächtig und da hat er mich ganz kurz überholt. Aber dann hat er noch mal ein Batch gebaut und dann ist er halt ins dritte. Und ich glaube, er hat halt gehofft, mit seinem ersten Militär ein bisschen Kills zu machen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Insbesondere die Crossbows haben ihn in dem Spiel irgendwie nichts genützt gefühlt, weil ich halt eh nur Kaff gebaut habe. Und die ja, glaube ich, auch nie so richtig gegen dich gekämpft haben. Und dadurch, dass er dann sehr aggressiv ins dritte gegangen ist und ehrlicherweise der Russe ja sogar auch, haben wir es halt geschafft, militärtechnisch irgendwie gut was rauszubringen. Und dann
Im dritten haben wir, obwohl wir weniger Militär hatten, gut, die russischen Militäreinheiten, das sind ja immer abartig viele so, hatten wir einen recht guten Kampf, obwohl wir noch nicht geupgradete Einheiten hatten oder gerade erst zumindest. Die haben ja deine Kaserne da noch gekillt. Ich weiß nicht, ob du das Meine schon. Gurkhas waren im Prozess, also verbessert zu werden zu dem Zeitpunkt. Die Samburaks waren aber auf jeden Fall schon verbessert. Die hatte ich da priorisiert, weil ja doch noch recht viel Kaff auf dem Feld war. Ja. Und der Belagerungselefant, beziehungsweise die Belagerungselefanten Plural, so waren ja sowieso per Default verbessert. Die haben von hinten da tatsächlich auch mal ordentlich aufgeräumt, weil die Falconette zumindest das eine halt rausgekriegt hatten und dann halt noch so ein bisschen in die Strelitzenmassen da rein gefokust hatten. Ja. Und also die machen halt nicht unfassbar viel Schaden, das kann man jetzt bei Gott nicht behaupten, aber ja, es läppert sich halt schon so ein bisschen, wenn die über Zeit halt auch noch mit Auf jeden draufschießen. Fall. Nein, die sind super gut und vor allem konnten sie die halt nicht gut kontern. Sie hatten ja keine Kulverinen. Man sieht halt in der Teamstatistik nicht, dass ich mein ganzes Militär da oder den Großteil meines Militärs verloren habe. Wenn man das umschaltet, sieht man, dass ich bin halt von 93 auf 33 Einheiten gedroppt. Ich habe da halt wirklich 60 Einheiten verloren. Praktisch nur Kavallerie. Und du hast dafür dein Militär behalten, was aber halt auch wichtig war. Ich habe halt Meat Shield gespielt, wir haben halt auch den Großteil der Kaff gekillt. Ich finde, wenn man sich so die unabhängige Statistik ansieht, sieht das gar nicht so gut aus, weil ich halt wirklich hart da eingebrochen bin. Aber in der Teamstatistik ist es okay und ich hatte dann halt auch meine Falconette da, die zwei, dann noch zwei gebaut und dann haben wir danach halt einen sehr, sehr, sehr guten Kampf gehabt, wo ich sogar mein Militär ein bisschen behalten habe. Was ich tatsächlich schön gefunden hätte, ist, wenn du es geschafft hättest, zwischendurch dann noch mal einen Raid anzubringen. Also bevor die ins Dritte kommen, so zwischendurch, da, das war die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass du Ja. eigentlich mehr Kaff auf dem Feld haben müsstest und dass jetzt vielleicht irgendwie mein Raid sehr fatal sein könnte. Also das war, glaube ich, so eine Situation, da hätte ich das sehr schön gefunden. Aber gut, Hatte ist ich ja. auch. Aber das Problem, was ich da gesehen habe, ist, der Deutsche war ja der Erste, der im dritten Zeitalter war. Der hatte relativ schnell dann seine verbesserten Ulanen und das reicht halt so ein 9-Ulanen-Shipment oder so, um mich halt in dem Moment 10 Kaffeinheiten zu kosten. Also, wir haben uns ja in dem Moment praktisch zu defensiv gehalten und gesagt, okay, wir müssen jetzt, komme was wolle, irgendwie agen. Insbesondere bei mir ist das schwierig, weil ich kein Fast Age habe. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Weil, ja, und also, sie haben halt ein bisschen Ja. lang gewartet. Sie hätten halt ein bisschen früher pushen müssen. Die hätten pushen müssen, als ich gerade im dritten war. Wenn die da gepusht hätten, bevor ich meine Veteranenkavallerie hatte und meine Falconette aus der Heimatstadt, dann hätten die uns echt ziemlich übel rasiert. Die haben halt so 1,5 Minuten zu spät gepusht, glaube ich. Ja, also dann hätten wir uns aber halt einfach zurückfallen lassen. Also wir sind denen ja jetzt auch so ein Stückchen weit aktiv entgegengelaufen und das hätten wir ja nicht tun müssen. Ja, Also, das stimmt. Ist nur gegen Ulan halt auch nicht so einfach, sich dann ein Stück zurückfallen zu lassen, ne? Also, wenn der, ich meine, der hatte ja dann so viel Kaff wie ich, nur dass deine halt Veteranen waren und meine halt nicht. Und der Russe hat deutlich mehr Militär als wir beide. Also, okay, deutlich mehr als du und etwas mehr als ich. Und ja, aber vielleicht, also vielleicht bin ich, sehe ich das auch ein bisschen zu miesepetrig. Vielleicht wäre der Push da nicht so hart gewesen. Aber auf jeden Fall zu warten, bis wir im dritten sind und dann zu pushen, war auf jeden Fall die falsche Idee. ja, klar, aber also wie gesagt, das Voto vorher hätte schon, glaube ich, viel abgehalten. Und also ich Das glaube stimmt. ehrlicherweise, jetzt zur Retrospektiv wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, für dich mal am Anfang 100 Holz in Welle zu investieren, weil es ja relativ absehbar war, dass sie nicht in meine Basis rennen, sonst hätten sie sich da mit dem Roten Fort und dem Dorfzentrum gleichzeitig anlegen müssen. Das war ja eigentlich nicht zu erwarten, dass sie das tun würden. Insofern, ja, wie gesagt, hätten wir da vielleicht bei dir oben schon ein bisschen sinnvoll irgendwie Welle ziehen können. Also zumindest nach oben hin den Aufgang auf dieses Plateau halt. Ne, das habe ich ja relativ früh sogar gemacht. Die sind ja nie wirklich da raiden gekommen. Ja, natürlich, aber auch, weil du halt die ganze Zeit mit deinem Militär da standst. Also es geht mir eher darum, dass sie dadurch halt unsere kompletten Kräfte halt auch einfach immer gebunden haben. Sonst hättest du halt schon viel früher auch anfangen können, deine Kaff auf der Karte zu verteilen. Darum ging es mir. Ja, das stimmt, ja. Also die Wälle hier oben sind auf jeden Fall super wichtig und man sieht ja auch, die haben ja die ganze Zeit keine Wälle gebaut. Also die wären halt auch sehr anfällig gewesen für einen Raid. Ich meine, es ist ganz cool, dass ich dann am Ende des Spiels noch seine 7 Siedler da auf diesem Plateau hier abgefrühstückt habe. Das war halt ganz cool. Ich habe es relativ gut geschafft, die beiden Goldminen nördlich von meiner Basis abzusammeln. Die sind ja auch super ergiebig. Also die braucht man halt auch, die muss man auch kontrollieren und man kann das da oben halt ganz gut abwallen. Ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem Spiel, vor allem nachdem wir heute echt viel Scheißspiele hatten irgendwie. Also viele Spiele, die wir extremst hart verloren haben und ein paar Spiele, die wir irgendwie zu leicht gewonnen haben, weil wir mal wieder 7 Minuten in der Lobby saßen. Huch, da habe ich mal Naja, gerade das. aus Versehen kurz den Discord aufgemacht.
Läuft bei dir. Das Spiel jedenfalls ausnahmsweise mal nicht und das ist auch schön. Es ist aber trotzdem ein bisschen kurz gewesen, deswegen wird es nach hier noch eine Runde geben. Die werden wir jetzt aber nicht mehr aufnehmen. Jetzt geht es erstmal wohlverdient in die Haie und das machen wir dann das beim nächsten Mal. Okay, ich hätte sonst gesagt, bei 35 Minuten Videozeit entlassen wir euch heute vielleicht mit einem kurzen Video, aber gut, dann machen wir noch eins. 35 Minuten ist für mich unter der Grenze. Okay, für dich unter der Grenze, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüdelö. Und damit willkommen zurück. Wie versprochen, machen wir noch eine weitere Runde in dem Video. Wir haben allerdings eine Woche später und spielen auch jetzt mit Holländern und Briten stattdessen. Wir spielen gegen Telord und Tinuin mit Japanern und Briten. Relativ ausgewogenes Matchup. Also in beiden Teams sind Brite und Holländer und Japaner sind sich irgendwie auch ähnlich. Ich glaube, der holländische Pum kann stärker sein, wenn man ihn safe rausbekommt und irgendwie... Dafür sind die Japaner vielleicht ein bisschen besser am Pushen. Wir müssen halt auf jeden Fall spotten, ob der auf einen, ob der auf ein Toritor geht. Toritor geht oder ob er mit dem Toshugo-Schrein ins zweite Zeitalter geht. Ganz genau. Muss man die Karte Grand Chaco, wieder eine Karte ohne Handelsposten. Das ist für mich als Brite immer so eine Grütze. Ja. Du hast dir da ja wirklich absolut die Virginia Company angewöhnt, was ja auch wirklich eine gute Karte ist. Ja, was jetzt angewöhnt? Also ich glaube, es ist halt ehrlicherweise im 2v2 Meter, würde ich sagen, weil also Briten ohne zu spielen heißt halt einfach, dass du den einzigen Vorteil, den Briten haben, halt weggibst, ne? Ja, nicht komplett weggibst, du hast trotzdem mit der Möglichkeit im zweiten halt schon irgendwie auf 22 Siedler zu kommen oder so eine echt gute Wirtschaft und kannst ja auch von den klar, 700 gut deine Wirtschaft noch weiter ausbauen, aber es wird halt auf jeden Fall abgeschwächt, das stimmt. Ich meine, das Ding ist halt so ein bisschen, Briten haben eigentlich ziemliche Murks-Einheiten, so im Verhältnis zu den meisten anderen Völkern. Also ich meine, halt so den Standardkram und dann halt keine guten Plänkler. Musketiere will man halt eigentlich nie so richtig bauen im 2v2, weil, ja gut, muss ich glaube ich keinem erklären. Der startet ja gerade 100 Münzen, aber ich bin da nicht schnell genug da, leider. Schade eigentlich. Vielleicht kann ich aber seinen Kundschafter zumindest ein bisschen anhitten. Viel Erfolg. Naja, aber also jedenfalls Fakt ist, dass die Briten halt also von ihren Einheiten nicht so dolle sind, aber dafür halt den großen Vorteil haben, dass sie, wie gesagt, eine krasse Wirtschaft haben. Und also das kompensiert das natürlich ein bisschen so. Okay, warum hat er jetzt das Deck nicht ausgewählt? Ah, jetzt. Ist schon spät. Das stimmt leider, ja. Das ist halt auch so eine Sache. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden heute Abend zugange, muss ich sagen. Wir werden trotzdem bemühen, hier noch was Vernünftiges zusammenzuspielen. Wir haben auch generell halt im Moment das Problem, dass wir nur einmal die Woche überhaupt zum Aufnehmen kommen und aber ich kriege hier den Kundschafter gerade ziemlich gut zurückgetrieben. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt nicht gekillt bekommen, aber... Ach, du machst gerade den Kaiser klein. Die Frage ist jetzt gerade, ich gehe aber auf eine Rex, ne? Also gegen Japaner und Briten. Ja. Also man kann eventuell also noch einen Kampf später dazustellen, aber... Ich meine... Raid ist halt schon durchaus eine ernstzunehmende Alternative. Ich meine, der Brite, der wird sich halt vor Siedler nicht retten können, um es mal überspitzt zu formulieren. Ne? Also ich meine, der muss halt irgendwo auch halt mit hin und insbesondere auf Gran Chaco hast du halt nicht viele Herden direkt an der Basis. Okay, er steht jetzt unterm TC. Also es ist halt so ein bisschen die Frage, wenn sie versuchen zu boomen, dann wäre Kaff besser. Wenn sie versuchen zu pushen, dann wäre eine Kaserne besser. Also lass da vielleicht mal kurz in die Decks schauen. Also der Brite hat ein absolutes Standarddeck, allerdings mit Gewürzhandel, den habe ich nicht dabei. Da ist er noch ein bisschen boomiger unterwegs, wenn man so will. Und der Japaner, ja gut, da kann man leider absolut nichts draus ablesen. Das ist halt so das 1 zu 1. Habe ich echt den Kundschafter noch wegkommen lassen? Oh mein Gott, der war auf 15 Lebenspunkten oder so. Scheiße. Was war der? Ich hätte zumindest die 100 XP gerne gehabt. Die eine Base ja, habe ich gespottet. Wo ist denn die andere Base? Da ist er. Da. Get over here. Yes, danke. Das sind aber trotzdem nur 45 Erfahrungspunkte. Ich muss dich enttäuschen. Ah ja, war stimmt. Ein britischer. A British. British. British Explorer. British, ja, yeah, genau. Okay, da vorne gehen die Tori Gates hoch. Nein, das ist der Toshugo-Schrein. Nevermind. Das heißt tendenziell ein bisschen eco-mäßig. Ökomäßig sozusagen. Ein Königreich für einen Handelsposten. Ich hätte vielleicht, also vielleicht wäre es tatsächlich sogar eine echte Alternative hier, den Indianer-Handelsposten zu bauen. Der generiert ja auch Erfahrung. Oder die Kirche, I don't know. Eventuell, ja. Das ist aber irgendwie auch alles scheiße, also.
Hallo. Ja, ich du het. Timmerman. Ja. Handelaar. Kommando. Jager. Ja. Jager. Hallo. Klaar. Okay, so, ich bin am Agent, meine Bank ist im Bau, soweit alles gut. Ich habe bisher keine Forward Base gespottet, bin aber schon am Suchen dran. So. Ja, vielleicht spielen die das genauso defensiv wie wir und dann gucken wir mal, wer besser boomt oder so, keine ja. Ahnung. Ich weiß es gerade halt auch nicht, es ist schon irgendwie ein bisschen spannend, wer den Boom auf hier besser hinbekommt. Zeit für ein Boomel. Ich werde jetzt aber genau deswegen auch auf jeden Fall, ach Gott, ich habe das Holz vorher nicht abgesammelt gehabt, deswegen habe ich auch meine Bank erst so spät bekommen, jetzt macht alles Sinn. So, zweite Bank kommt. Ich werde jetzt aber auch deswegen meine Kaserne erst später bauen. Ich meine, okay, Freeze Frame des Todes, schön. Okay. Jetzt vielleicht ein Spiel mal neu starten sollen zwischendurch, ne? Hätten wir mal machen können, nicht? Naja. Ja, ich mache das sowieso ständig, weil mir nach irgendwie gefühlt jedem Spiel halt die Statistik abstürzt. Ja, stimmt. Da habe ich ja ein Händchen für. Ich weiß immer noch nicht, ob ich da ein Händchen für habe oder ob das computerbedingt ist, keine Ahnung, aber Fakt ist jedenfalls, lästig ist es. Das stimmt, das ist leider wirklich. Okay, meine Kaserne kommt jetzt auch. Der Handelsposten macht so viel aus, leider. Ja, es ist halt schon nochmal ein krasses Eco-Upgrade und irgendwie Virginia Company dann so schnell zu bekommen, lohnt sich halt eigentlich schon. Ja, das ist gar nicht mal so das Ding, es ist eher so, also der Backlash, weil also du kriegst... Okay, hier unten ist übrigens die Forward Base. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Du kriegst halt dein, dein Holz auch viel später, deine 700 Holz kriegst du viel später, sowas zum Beispiel, das ist halt auch ein echtes Problem. Okay, meine ersten Plänkler sind jetzt im Bau. Meine vierte Bank ist auch im Bau. Na, ob das nicht zu greedy war, warten wir es mal ab. Ja, ist möglich, aber ich meine, ich könnte mir jetzt halt auch drei Husaren schicken lassen, aber dann habe ich gleich wieder das Problem, dass ich Pop bin, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Kann ich danach schicken und dann versuchen halt mal ein bisschen zu raiden. Ja. Hier ist halt auch schon alles vollgeschreiend. Oh, ich brauche mal wieder keine Siedler. Auch schön. Kann man mal machen. Nicht zu empfehlen, aber an sich klar. Oh, ich kann das sehr empfehlen. Also insbesondere unseren Gegnern. Ja, für die finde ich, die können sich da echt mal eine Scheibe abschneiden, aber... Ja, strahlendes Vorbild. Ja, genau. Ja, ich laufe da jetzt mal so ein bisschen durch die Forward Base durch und guck mal, was da Phase ist, würde ich sagen, also. Ja, Yumi. Ja. Dann soll ich mal einen Stall dazustellen noch? Yumi und Musketiere. Ja, dann sollten wir mit Doppel-Skirms ja eigentlich genau den richtigen Konter haben, ne? Das dachte ich mir halt gerade auch, aber den Stall könntest du trotzdem dazustellen, das fände ich trotzdem nicht schlecht, weil, also, wie gesagt, so ein paar Raids haben halt auch noch keinem geschadet, wa? Stimmt. Ich baue jetzt gerade erstmal noch meine nächste Bank dazu, aber danach baue ich einen Stall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht irgendwie jetzt mit unserem ganzen Greed hier ein Griff ins Klo wird. Ja, aber ich versuche schon gerade auch, mich hier recht defensiv zu halten. Ich werde mich jetzt auch abwallen. Naja, aber das hilft alles nichts. Die Forward Base ist ja bei mir. Also mehr. Weiß ich nicht, aber... Naja, aber dann bin ich zumindest safe gegen Raids. Okay, ja, bin auf dem Weg. Das wird mich erstmal 3-4 Dorfbewohner kosten. Die halt da gerade dabei war, eine neue Line auf Dingens zu bauen. Häuser. Okay. Das war irgendwie auch nur der eine, oder? Ne, der andere steht einfach weiter hinten. Ne, Moment. Okay, ich bin da. Ja, ich haue drauf. Gut.
Ich baue jetzt einen Stall. Also von den Briten sollte da nicht allzu viel ankommen. Der hat im Prinzip den Großteil seiner Musketiere schon verloren. Ja, aber die ganzen Yumi da, die haben schon echt viele von meinen Plänklern leider auch gekillt. Ja. Ja gut, ich habe halt irgendwie so 2-3 Dorfbewohner verloren. Das ist halt doof. Die wird der Brite mir potenziell voraus sein, wenn es doof läuft halt. Aber ich glaube, wir könnten da jetzt mal gucken, ob wir mal auf die Forward Base pushen können. Also ich glaube, dass der Brite da schon ordentlich einstecken musste. Ich habe jetzt auch meine ersten 3 Husaren da. Ja, also ja, lass uns mal was damit. Ja, ich bin schon auf dem Weg zum Raiden. Okay, da ist jetzt auch ein Stall. Der muss weg. Oh ja. Bin ich ganz entschieden kein Fan von. Alter, habe ich viel Nahrung. Holy shit. Brauchst du gerade akut Nahrung? Nein, danke. Du musst da mit drauf schießen. Okay, hier ist ein Sammler. Ich bin da an Sammlern dran. Ja, wir müssen da trotzdem weg. Du lässt dich da gerade komplett zusammenballern. Aber ich bin an britischen Siedlern dran, nicht Kirche-Siedler. Ja, aber wenn er gleich 5 Kampfeinheiten poppt, dann haben wir trotzdem ein Problem. Da sind sie nämlich gerade. Du musst deine Kaff mal ASAP zurückziehen, sonst haben wir hier ein Problem. Ich habe ja kaum Kaff bisher. Hast du noch Pikes? Ja, 5 oder so, aber... Scheiße, okay. Reicht, um die da auf Abstand zu halten, aber mehr halt auch nicht. Ja, also wie gesagt, vielleicht hätten wir eher gucken sollen, ob die Forward besser weggepusht kriegen anstelle von dem Raid-Versuch, aber hinterher ist man immer klüger. Okay, hier kommen jetzt gerade die Nagis, versuchen mich zu catchen. Ich versuche die abzufangen. Sollte ich auch schaffen. Ich versuche die so ein bisschen da rein zu luren. Luren? Luren. Bist du betrunken? Klar. Ich meine, ich spamme jetzt halt gerade aus 2 Kasernen Longbows. Ich bin auf 50 Siedlern, jetzt auf 60 knapp. Dann noch mein Shipment angekommen und also, ich meine, ich sag halt mal so, es könnte schlimmer aussehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt gerade halt auch, ich habe halt echt super viel Eco gerade. Mein Problem ist, dass ich nicht genug Holz habe. Ja gut, jetzt ist der andere Brite durch. Wie sieht's bei dir mit Agent aus? Ja, kann ich, mache ich jetzt. Gut, dann Abmarsch. Okay, der Brite hat jetzt auch noch einen Stall dazu gebaut. Ja, das ist halt das, was ich die ganze Zeit befürchtet habe. Also, das wird jetzt halt mit der Longbow-Armee halt schon ein bisschen knifflig. Deswegen werde ich da auch jetzt nochmal einen kleinen Push versuchen. Okay, ich habe gerade aber auch die komplette Armee hier einmal komplett ge... Da kommt so ein einzelner Nagi, der einen Todeswunsch hat. Ja, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Fuck. Ja. Ich habe gerade halt 12 Husaren oder so, die sind am Hochreiten. Ja, schafft die hier ran, also der hat praktisch keine Antikaffe im Moment. Naja, doch, die 30, 40 Musketiere, die da noch hinterstehen, sind leider tendenziell Antikaff-Units. Ja, okay, jetzt bist du da aber wirklich Land gewinnen. Ja, genau, ein bisschen Hit-and-Run schadet da nix. Ich mache gerade meine Kraftverbesserung und dann habe ich hier... Ja, und ich habe halt keine Herden mehr. Das ist jetzt gerade wieder ein gewisses Problemchen. Ich musste hier links dann zurückhörden. Ja, das ist nicht drin, glaube ich. Also das Gute ist halt, dass ich jetzt... Lass uns jetzt mal versuchen zu pushen. Ich habe jetzt gerade 17 Veteranen-Husaren. Ja, ich habe aber halt da momentan recht wenig anzubieten, ne? Also ich habe da momentan nur 39 Longbows. Ich habe eben halt bei dem Engagement ziemlich eingesteckt. Okay. Ich meine, wir können das trotzdem versuchen, nur sei vorsichtig.
Also renn da nicht tiefer rein, als du musst. Okay, ich gehe da jetzt rein. Wo ist der Brite hin? Frage ich mich auch. Aber ich nehme es. Wenn du Pikes hast, Angriff damit. Ja, ich hatte nicht vor, die jetzt da versauern zu lassen. Da hinten kommen britische Boons. Okay. Da ist der Brite. Ja. Ich ziehe meine Pikes jetzt erstmal zurück und reiße den Stall ab, weil also das ist mir doch ein bisschen suspekt hier mit dem Stall. Ich kann mich hier nebenbei bemerkt gar nicht richtig bewegen. Meine Schützen machen hier ziemlich einen Mist. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, was wir da machen, glaube ich. Ja, der Brite hat den halt völlig allein gelassen. Ich habe dem jetzt halt gerade alle Yumi gelöscht. Ja, meine Armee sieht da leider irgendwie gerade nicht so richtig den Bedarf, auf die gegnerischen Einheiten zu feuern. Okay, und da hat er aufgegeben. Uff. Ganz schön aggressive Runde. Alter, da sind 4 Falkonette. Das hat ja damit Zeit. Deswegen ist der da auch nicht reingegangen. Aber gut, dann lass uns jetzt da... Ich gehe da jetzt mit meiner Kaff rein. Der Japaner ist was. Ja, ist gut. Ja, gut, aber... Das war ausnahmsweise mal ein Engagement, was die halt nicht gut koordiniert haben. Natürlich jetzt wieder eine sehr dirty, aggressive Runde, aber das Problem war wirklich, der Brite hat sich rausgezogen. Der hat kein Militär mehr gebaut, der hat überhaupt kein Militär mehr gebaut. Doch, natürlich, der Brite, der hatte 4 Falkonette gebaut, deswegen hat er sich zurückgezogen. Aber vorher hatte er überhaupt kein Militär mehr gebaut. Guck mal, der hatte ja im Prinzip bei Minute 8,50 hatte der 31 Einheiten und der hatte bei Minute 14 nochmal 29 Einheiten, also... Dann kamen halt diese 4 Falkonette, klar, aber er hat halt vorher überhaupt nichts mehr gebaut, das meine ich. Ich meine, wir haben die halt ganz gut zurückgeschlagen. Ich habe bei den Briten halt auch ein paar Siedler gekillt. Es waren jetzt 3 Stück, das waren nicht viele, aber ich habe halt auch ganz gut Idle Time gemacht. Das war der Grund, warum der Brite wahrscheinlich zwischendurch auch einmal aufgehört hat, Siedler zu bauen, Einheiten zu bauen. Und wenn du mal guckst, was der nach dem dritten an Idle Time hatte. Ich war bei dem ja 2-mal in der Basis drin gewesen. Untätige Dorfbewohner, ja, der hatte tatsächlich relativ viele untätige Dorfbewohner, das stimmt. Rohstoffrate soweit in Ordnung, waren wir alle recht dicht beieinander, ist natürlich von 4 Boomvölkern auch zu erwarten. Ich ein bisschen hinten dran, weil ich viel Holz gesammelt habe tendenziell, also durch die Longbows, also das trügt ja so ein bisschen, habe ich ja also mit Abstand am meisten Holz gesammelt und das wird dann einfach langsamer halt abgesammelt als Gold oder Nahrung, deswegen wirkt das dann immer so ein bisschen so, als ob die Wirtschaft schwächer wäre, aber von den Siedlern sollte es eigentlich ganz gut ausgesehen haben, schätze ich mal, schauen wir doch mal. Ich bin ziemlich zufrieden. Ja, da war ich. Also, bequem vor allen und das erwartet man ja so auch von Briten. Ja, gut, der hatte dann natürlich im dritten nochmal die Möglichkeit, sich 8 Siedler zu schicken, aber ich meine, also, du warst halt eigentlich die ganze Zeit vor dem anderen Briten. War halt ein bisschen ärgerlich, dass du da auch 2 Siedler verloren hattest. Der Nagi-Switch von denen kam ganz gut, aber wir haben ihn ja auch erwartet so. Wir haben relativ gut am Anfang deren Armee ein bisschen dezimiert und dann halt ehrlicherweise die Militäroberhand gewonnen. Und ich glaube, am Ende war es halt wirklich, der Japaner hatte halt 60 Einheiten verloren. Ich weiß nicht, war der gerade noch am Agen? Nee, okay, der war nicht am Agen, der hat noch kein Wunder in Bau gehabt. Aber das war halt irgendwie schon verheerend. Tatsächlich ein Kommunikationsproblem zwischen den beiden gewesen. Also der Brite hätte ihm wahrscheinlich gerne gesagt, hier Junge, schalt mal einen Gang zurück. Ich habe noch gerade 4 Falkonette im Bau. Ja, aber der ist halt mit seinen Yumi da vorne stehen geblieben. Und dann sind dem da Das hätten wir auch nicht nehmen können, behaupte ich. Also wenn wir jetzt also die beiden noch zusammen gehabt hätten, inklusive der Falkonette, dann wäre das, glaube ich, ein Engagement gewesen, wo wir keine Chance gehabt hätten, glaube ich. Also, das wäre schon teuer gewesen. Der Japaner hatte halt 60 Militärbevölkerung, so wie wir. Der Vorteil war, das waren noch keine Veteranen. Von dir aber natürlich auch nicht. Also im Endeffekt waren alle Yumi und alle Langbogenschützen, die auf dem Feld standen, halt keine Veteranen. Ist halt die Frage. Und es wäre halt sehr schwierig gewesen, dass ich meine Veteranen-Husaren sinnvoll zum Kampf bringe. Ich meine, da waren ein paar Dragoner, aber halt auch nicht wirklich viele. Der hat halt selbst wenn, weißt du, also nur mal angenommen, die hätten uns in der Situation zurückgepusht, dann wäre halt wahrscheinlich unser Rückzug auch nicht so problematisch gewesen, weil ich war ja am Agent, der Japaner war nicht am Agent, das heißt, ich wäre dann auch relativ schnell im Dritten gewesen, hätte meine Veteranenverbesserung, meine Reichweitenverbesserung gemacht. Ja, und ich habe halt den Briten hatte ich ja auch ganz gut verkrüppelt. Also, also nicht, weil der jetzt so krass viele Siedler verloren hat, sondern weil ich dem halt so fiese Idle-Time zugefügt hatte. Ja, schon klar. Und ich glaube, der hat seine Siedler nie ausquartiert, wenn ich mir das gerade so angucke, weil ich sehe zumindest keine 40 Siedler auf dem Feld. Ich glaube, die waren die ganze Zeit im Dorfzentrum. Der war wahrscheinlich voll damit beschäftigt, irgendwie seine Goons und seine Kanonen irgendwie an die Front zu holen. Ich meine, ich glaube, wir hätten den Kampf halt auch trotzdem gut genommen, weil ich hatte halt irgendwie 20 Veteranen-Husaren da und die hatten praktisch keine Antikaff. Bis auf die 3-4 Nagis.
wenn wir die halt gut rausbekommen hätten, ich hatte ja auch jetzt ein paar Röter da und so, also ich hätte halt Falconette und Longbogen und Yumi hätte ich ja auch zusammen weggeschnetzelt. Ist nur die Frage, wie viel Schaden die Goons gemacht hätten, beziehungsweise ob ich die halt gut hätte kontern können. Aber ich hatte ja auch Veteran Plänkler, also wäre schon schwierig gewesen für die auf jeden Fall. Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, wenn ich ins Dritte gekommen wäre, der ja, dann hätten war ja wie gesagt noch nicht im Agent. Also spätestens dann, selbst wenn er seine Vierfachnette gehabt hätte, keine Chance mehr. Ja, ich glaube auch. Und du hattest mehr Siedler. Ich hatte eine bessere Wirtschaft als der Japaner. Ich bin recht zufrieden, dass ich auch die fünfte Bank schon hatte. Damit konnte ich halt wirtschaftlich echt ziemlich gut spielen in dem Spiel und konnte ja jetzt Plänkler und Kavallerie bauen. Praktisch. Ich habe ja dann irgendwie, ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt die meisten Einheiten auf dem Feld? Aber auf jeden Fall hatte ich viele, ja, so ziemlich die meisten. War jetzt nicht so ein großer Vorsprung, aber auf jeden Fall halt mehr als der Brite. Der Brite hat halt echt irgendwie gar nichts mehr gebaut, ne? Der hatte dann nur noch ein paar Goons und halt dann seine fetten Falconette so. Ich glaube, der hat halt einfach wahnsinnig viele Ressourcen gefloatet, weil der seine Falconette rausbringen wollte und deswegen halt da keine Ahnung, wie viele 1000 Gold halt eben rumliegen hatte. Ich meine, vier Falconette sind ja eben mal 1600 Gold, dann braucht er noch 400 Holz dafür und die hat er natürlich also zu dem Zeitpunkt ja nicht ausgegeben. Ja, und der hatte halt diese Idle-Time, ne? Also seine Wirtschaft ist ja schon irgendwie, der hatte er die beste Wirtschaft? Nochmal kurz aufmachen. Ja, er hatte mit die beste Wirtschaft zwischenzeitlich, da waren wir zwischendurch einmal gleich auf und dann ist die halt aber echt abgeschlagen hinter meiner. Sodass er am Ende die schlechteste Wirtschaft hatte. Naja, okay, haben wir nochmal eine schöne Runde hinten dran bekommen, ist doch schön, aus der wir siegreich hervorgehen können. Jetzt müssen wir mal schauen, wie gesagt, im Moment kommen wir nicht viel zum Aufnehmen und deswegen ist mehr als einmal die Woche Videos rausbringen definitiv nicht drin, wenn überhaupt. Und ja, aber das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video auch schon wieder über eine Stunde jetzt durch diese lange Abmod im ersten Spiel. Bedanken uns bei allen fürs Mitspielen und insbesondere bei euch fürs Zuschauen selbstverständlich. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.